Steffens Prognose mit mir. Hey meine Weiße draußen, ich bin Steffen von Buddies United und willkommen zum nächsten Video auf dem Kanal. Heute mit der Achtelfinalprognose für das Spiel Frankreich gegen Polen. Heute öffnen wir auch wieder 8 Sticker-Päckchen der Panini World Cup Sticker-Kollektion. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Päckchen zu diesem dritten Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Wie immer, jeder Sticker eines dieser beiden Länder geht als ein Treffer und wir beginnen mit dem Logo von England. So, das 1:0 für Polen, die Megastart durch Joswiak mit dem 1:0 für die Polen, ganz, ganz frühe Führung. Mit Morata das 2:0 für Polen durch Moder, oh mein Gott, das geht hier richtig schnell los. Und dann haben wir noch den Unterteil oder das Unterteil des WM-Pokals. Nächstes Päckchen, also Megastart für Polen, ganz schnell 2 Treffer. Weiter geht's mit Brekalo. Haben wir Al-Bulahi, Amrabat, Sis und Uruguay 1930 als Glitzersticker. Nein, ja, als Siegersticker quasi. Nächstes Pack, erster Treffer für Frankreich. Kylian Mbappé mit dem 1:2 Anschlusstreffer für die Franzosen. Also Frankreich ist hier noch im Spiel. Weiter geht's mit dem Mannschaftsfoto von Katar. Dann haben wir Mohamedi von Marokko, Yadom und Sainsbury von Australien. Polen ja durch die bessere Fairplay-Wertung im Vergleich zu Mexiko weitergekommen. Beziehungsweise im Endeffekt nicht, weil Mexiko noch einen Treffer kassierte, aber eigentlich, sonst hätte Mexiko nicht so auf Offensive gespielt. Dann haben wir Mitrovic, dann das Mannschaftsfoto von Kanada. Haben wir Bukayo Saka, das Mannschaftsfoto von Mexiko und Diogo Jota von Portugal. Also, Hälfte der Packs sind geöffnet. Polen führt zur Halbzeit 2:1 gegen den amtierenden Weltmeister aus Frankreich. Schreibt euren Tipp für das Spiel gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, wer weiterkommt. Dann geht es weiter mit Asano, Gavi, dann der französische Ausgleich durch die Siegermannschaft von 1998 macht Frankreich hier den Ausgleich in diesem Spiel. Dann haben wir das Mannschaftsfoto von Belgien und Mai von Marokko. Also, Polen ganz früh in Führung gegangen, im ersten Pack mit 2 Toren. Aber Frankreich kämpft sich hier zurück und gleicht das Spiel aus. Haben wir Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez, Joe Morrow, Anthony und für Costa Rica Tejeda. Noch 2 Päckchen. Sollte es unentschieden stehen nach den 8 Päckchen, gehen wir in ein Golden Goal. Das heißt, der erste Sticker, der ab dann gezogen wird, ist der Siegtreffer. Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal mit Jordi Alba. Dann haben wir Ben Davis für Wales, Robert Sanchez und Matt Turner und Al-Sharani für Saudi-Arabien. Letztes Päckchen, gelingt hier in der regulären Spielzeit einem Team noch der ganz späte Siegtreffer. Erstmal haben wir Muslera, dann haben wir Rajkovic von Serbien, Matthias Ginter. Und für Ecuador haben wir Plata und der letzte Sticker ist ein Katari Hassan mit dem letzten Treffer bzw. der letzte Spieler. Also 2:2 nach regulärer Spielzeit, das heißt, wir machen jetzt so lange Päckchen auf, bis wir einen Sticker, entweder einen Polen, den polnischen oder einen französischen Sticker ziehen. Dieses Land gewinnt dann hier dieses Spiel. Harry Maguire. Dann wie dir. Nakayama. Cho. Und Husseini. Also kein Treffer in diesem Pack. Ja. So. Wir beginnen mit Nico Williams. Dann haben wir Gavi für Spanien. Frederic Renault. Livaya und nochmal Frankreich als Glitzersticker. Oh mein Gott, das gibt es ja nicht. Frankreich 2018, der amtierende Weltmeister, macht durch ihr amtierendes Weltmeisterfoto den entscheidenden Siegtreffer. Zweimal die Mannschaftsfotos der Siegermannschaft von Frankreich. Die beiden Weltmeisterschaften machen hier 2 Treffer in diesem Spiel. 1998 und 2018.
um den Weltmeister in die nächste Runde, ins Achtfinale zu bringen. Also die ganz frühen Treffer von Polen reichen nicht, da Frankreich durch Mbappé und die beiden Siegerfotos noch zwei Treffer erzielt und 3:2 die Polen besiegt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt eure Tipps, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Glaubt ihr auch, dass es so knapp geht? Oder setzt sich der Favorit aus Frankreich Deutschland durch? Oder macht Polen vielleicht die Überraschung? Abonnieren nicht vergessen, um die weiteren K.O.-Spiele dieser WM nicht zu verpassen. Und wir sehen uns dann bald wieder hier auf Buddies United. Ciao.